Hallöchen, liebe Freunde, willkommen zu Sniper Elite 3 mit mir, dem Playgestalt. Und wir sind hier unterwegs mit im Fort Refugio. Ich bin mal gespannt, wie lange das Ding das mitmacht. Ich gehe mal heimlich hier hoch, weil wir hier ein schönes Snipernest haben. In der Hoffnung, dass uns hier natürlich keiner findet. Klare Sache. So. Ich würde sagen, als erstes kümmern wir uns mal um den hier oben. Mal gucken, wo die landet. Oh, da siehst du unten, wie es richtig sich zusammenzuckt. Und das war es. Leichnam gefunden? Wo? Da ist gerade einer. Wenn ich jetzt. Wann dann? Zagarividerci, a Giorgio. Oh, dem hat seine komplette Nase weggedrückt. Muss ich nur gucken, dass ich den hier erwische, bevor er aufs Eck kommt. Und groß Alarm schlägt. Na? Jetzt kommt er. Hoffe ich mal. Es hat funktioniert. Im Ruckzug ist der Kiefer tiefer. Wenn sie jetzt rangehalten hätten. So, dem versuche ich jetzt mal wirklich die Coronis wegzuspringen. So. Hat nicht ganz geklappt. Ein Wunder, dass der trotzdem noch aufsteht. Einmal quer durch die Eingeweide, bitte. Laden wir doch mal kurz nach. Und machen mal das Licht aus. So, die nächsten müsste ich jetzt irgendwo hier finden. Hier sitzt keiner mehr. Dann haben wir hier oben noch einen. Den da. Und hier. Okay. Schauen wir mal, ob wir treffen. Ich hoffe es sehr. Vor allem für mich. Nicht getroffen, das ist nicht gut. So, hier haben wir noch einen. Gucken, ob wir den kriegen. Ja! Das war doch mal ein ordentlicher Fernschuss, meine Damen und Herren. Und hier machen wir mal das Licht aus. Ja, und der gute Herr wundert sich jetzt, was ist denn hier passiert? Na? Und gute Nacht. Oh, der steht ja noch.
Da oben ist noch einer. Ansonsten sehe ich jetzt auf Anhieb keinen. Den hat's erwischt. Da ist auch noch einer. So. Gute Nacht, um 8. Meine Kugel hat ihn zum Sprengen gebracht. Das ist interessant. Aha. Ups. Jetzt machen wir hier gerade alles kaputt. Bin ja gerade so schön dabei. Das war Nummer 1. Bisschen Action mal hier reinbringen. Wo habe ich denn die anderen rumrennen sehen? Da hinten rennt einer. Da sehe ich auch einen. Na komm. Wo trauen sie sich denn raus, die guten Herren? Oh! Okay, wie schön. Sie besetzen gleich wieder alles. Das ist doch super wunderbar, Leute. Jetzt können wir hier so richtig schön mal aufräumen. Schluss, jetzt ist's vorbei mit der Übeltäterei. So, jetzt kommt mal den nächsten. Der ist da oben. Mal schön in den Rücken rein. Ah, schön in die Lunge. Aber da war noch einer, das weiß ich ganz genau. Ich müsste ihn nur sehen. Da oben war doch meines Wissens auch noch mal einer. Einen haben wir hier erledigt. Da ist einer. Der wusste gar nicht, wie ihm geschah. Hier irgendwo sind sie ja zu zweit rumgerannt. Aber ich sehe den zweiten nicht mehr. Hm. Ich glaube, wir haben ihn verloren. Ach, da ist einer. Das gibt einen schönen. Also ich sehe, wenn ich Headshots mache, ziele ich offensichtlich sehr, sehr gerne auf die Kiefer. Der ist nicht hier hoch. Komisch. Hier oben ist auch niemand mehr. Oder seht ihr zufällig jemanden? Das ist cool, wie sich das, wenn du jetzt hier weggehst. Ach, schade. Wenn du jetzt hier oben bist und dann hier runter. Nee, schade. Vorher musste ich das immer so schön scharf stellen. Das sah echt klasse aus. Die haben an alles gedacht.
Hier da oben ist auch nicht scharf. Wenn man schneller hingeht. So. Hm. Ja, bis auf einen, den wir nicht finden können. Haben wir, glaube ich, alle erwischt. Ich könnte ihn ja nochmal locken, indem ich hier mal drauf schieße. Was haltet ihr von der Idee? Na? Lass mal kurz warten. Na, sieht das jemand? Oh, Feuerwerk! Oh. Hat wohl keiner gesehen. Hm. Und hier? Au, da ist er. Da habe ich ihn entdeckt. Habe ich ihn kurz. Da guckt er kurz rüber und. Das war sein Todesurteil. Wunderbar, liebe Freunde. Wir haben alle auf hier. Jetzt habe ich mir gerade erschrocken gedacht, was ist jetzt passiert? Bis ich gemerkt habe, dass meine eigene Bombe war. Ja, liebe Freunde, wir haben es geschafft, würde ich sagen. Aufgeräumt haben wir hier mal. Und jetzt müssen wir da oben rein. Und selbstverständlich werden wir garantiert noch weitere Gegner finden. Das finde ich immer so unheimlich. Man sollte meinen, es ist nichts mehr da und plötzlich steht... Oh, seht ihr? Da oben ist nämlich wieder was. Zum Glück bin ich hier nicht einfach blind links reingerannt. Oh, guck, da hinten zieht das Gewitter auf. Jetzt die große Frage. Wie kriege ich den da hinten am besten? Weil... Leise ist immer noch am schönsten. Bisschen Munition abgreifen, sofern es geht, aber es geht nicht mehr. Hm. So. Kann ich den irgendwie von unten packen und erledigen? Ja, der macht aber auch ordentlich Krach, der Gute. Na, jetzt komm schon. Ich weiß es doch, guter Herr, ich weiß es doch. Wir haben ihn mit der Pistole in die Kehle geschlitzt. Interessant. Dann seht mal an, hier können wir das nächste Scharfschützennest. Hätten wir das nächste Scharfschützennest betreten können, dann wäre auch alles schön gewesen. Aber brauchen wir ja nicht mehr. Jetzt hängen wir fest, weil der gute Herr hier im Weg ist. Ach, Mensch. Fallen lassen. Mhm. So. Wie kommen wir hier runter?
Wir sind dort. Ah, da gibt es einen Weg. Wie schön. Ach, und da sehe ich ihn auch schon. Wie schön, wie schön, wie schön. Ist er das? Er sieht zumindest so aus. Sind die da oben oder sind die da hinten dran? Giorno è come un forno e di notte è come un frigo. Zitto, mi fai venire fame. Aha. Hätte ich auch so gesagt. Die sind natürlich da richtig schön eingebunkert. Segni del cecchino. Komm raus. Na, zuck doch nicht so. Hab. Hä? Was sagt denn der gute Herr? Da hat er doch was doch gebrabbelt. Auf dem Tisch liegt was Interessantes. Oh, eine Karte. Ein italienischer Oberst macht hier bald Station. Ich sollte ihn willkommen heißen. Ja, sollte ich machen, ne? Sollte ich nur noch einen Fleck finden? Von wo ich das auch ungestört machen kann. Da renne ich doch mal lieber zurück. Treffer! So, der hier weg. Na? Jetzt habe ich ihn aber. War noch mehr da unten? Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Und da ist der nächste weg. Au. Ja, liebe Freunde. Ist hier noch jemand von euch unterwegs?
Es scheint wohl, dass nicht der Fall ist. Somit hätten wir auch die Bonusmission geschafft. Jetzt gucken wir, ob hier gerade zufällig einer rumrennt. Nein. Dann gehe ich mal weiter hier lang. Ne, hier hätte ich den garantiert nicht erwischt. Ich habe gedacht, vielleicht wäre es doch klüger von dort gewesen, aber hätte nicht erreicht. So, liebe Freunde. War doch eine ganz erfolgreiche Runde heute. Ja, würde ich sagen, ist doch... Oh, ist hier etwas? Feuer? Nein. Hier ist nichts. Von hier hätte ich den guten Herrn da unten auch ausschalten können, aber ich hätte nicht den Offizier erwischt. Ja! Liebe Freunde, ich würde sagen, das ist auch der perfekte Moment, am Lagerfeuerchen noch ein schönes Tschüssi-Liedchen anzustimmen oder so. Ihr dürft mir ein paar Lieder schreiben. Die singe ich euch dann vielleicht in der nächsten Folge vor, einfach mal. Wenn wir hier machen wir ein schönes Lagerfeuer. Oh, das knistert aber schön. Müssen wir uns auch mal warm halten. Und ich würde sagen, wenn euch die Folge gefallen hat, dann gebt mir doch einen Daumen nach oben. Ich würde mich sehr, sehr freuen. Oder schreibt mir mal in die Kommentare. Wie gesagt, ich warte auf Liedervorschläge von euch. Mal gucken, ob ich das dann hinkriege. Und würde sagen, ich bin hiermit raus. Euer Wolle. Tschüss.